Ich habe noch nie so fest an die Schweiz geglaubt wie in diesem Jahr. Gut. Natürlich tut es etwas weh, hat es dann nicht geklappt. Einigen, die vielleicht das Outfit nicht gefallen hat oder die spezielle Bühnenshow. Ich habe jetzt mich aber Blut geleckt, dass der ESC, der lässt mich nicht mehr los. Wade hatte Dude da entfachte seine Begeisterung für den Eurovision Song Contest. Seither verfolgt er dieses Megaspektakel am Fernsehen und vor dem Grand Final war er selbst auch das Spektakel. Und darüber sprechen wir mit ihm. Herzlich willkommen, Joel Kolimund. Ja, hallo Tom, freut mich hier extrem. Ja, dein erster großer Einsatz als Live-TV-Moderator war das. Gratulation dazu. Vielen Und Dank. Eine weitere Sondersendung gab es dann am Sonntag. Wie geht's dir danach? Bist du zufrieden damit? Ich bin extrem zufrieden und das freut mich auch, weil ich bin immer selbstkritisch mit mir selbst und ich habe tolles Feedback erhalten und es hat alles funktioniert, auch technisch. Wir hatten verschiedene Live-Schaltungen und ich bin wirklich happy, aber heute immer noch etwas müde und erschöpft von diesem Wochenende. Natürlich nicht nur wegen meinen Sendungen, auch wegen John und dem dramatischen Finale. Also, es war an Emotionen kaum zu bieten. Also, es war ein Wochenende, das mich richtig fertig gemacht hat. Ja, darüber sprechen wir absolut noch. Die ESC-Begeisterung, ich habe es gesagt, die weckte anscheinend Stefan Raab in dir mit Wade hatte Dude da. Das ist für einen ESC-Fan nicht der beste Song. Warum gerade der? Ja, man muss ja auch sagen, das war ja 2000, also ich bin jetzt 29, also da war ich noch ein kleiner Bub. Von dem her, was musikalische Geschmack, also was mein Geschmack in Musik betrifft, wahrscheinlich damals noch nicht so ausgeprägt. Es war vor allem die Show, Stefan Raab, also auch die, was mir auch geblieben ist, es gab eine Szene, da ging das Licht aus. Und sein Anzug hatte so Sterne und das fing an zu leuchten. Und ich war so begeistert von dieser Show. Und die Melodie finde ich heute noch gut von Wade hatte da, auch wenn der Text natürlich, ja, es ist ja etwas ironisch auch von Raab. Also ich wurde dann auch Stefan Raab-Fan nach diesem Auftritt. Das war so die erste Berührung und der erste Kontakt mit dem ESC. Jetzt im Nachhinein klar, es gibt definitiv bessere Songs. Du hast es schon selber erwähnt, ein bewegendes Wochenende. Wir Hardcore-Eurovision-Fans haben ja nach dem Song Contest immer die sogenannte PED, die Post-Eurovision Depression. Macht sich bei dir auch Genau. sowas bemerkbar? Also in diesem Jahr definitiv. Also es war noch nie so extrem, weil ich würde mich eben nicht als Hardcore-ESC-Fan betiteln. Ich habe es immer verfolgt und ich bin jetzt 4,5 Jahre bei G&G für Glanz und Gloria, jetzt Gesichter und Geschichten. Und hier wurde das Feuer noch einmal entfacht für den ESC. Und in diesem Jahr habe ich wirklich extrem dieses das Loch bin ich richtig reingefallen. Jetzt am Montag und auch heute, bis heute spüre ich das noch etwas, ja. Ja, dann willkommen im Club. Jetzt neben Wade hatte Dude, da nimmt mich natürlich noch Wunder, gibt es ein anderes Lied, das du wirklich besonders in Erinnerung hast? Jetzt nicht von diesem Jahr, aber sonst vom Eurovision Song Contest. Wahrscheinlich auch wieder etwas, was vielleicht etwas Mainstream ist, aber Euphoria natürlich hat mich überzeugt. Ich muss aber auch sagen, was auch wieder mich hat damals auch Lena Meyer Landrut wieder Deutschland überzeugt. Sie hat ja auch gewonnen in diesem Jahr, habe ich auch natürlich verfolgt. Und ich muss sagen, zum Teil gab es auch Schweizer, also der Song von Zips fand ich auch wirklich gut und der hat mir eigentlich sehr gefallen. Ja, das sind so jetzt die spontan Gogita Wars natürlich, Rise Like Phoenix, auch großartig. Sind wirklich, also die Siegesongs, sind auch immer wieder Songs, die mir geblieben sind und mir meistens auch gefallen haben. Nicht immer. In diesem Jahr bin ich auch nicht ganz so Fan, aber ja, kann es auch mal geben. Auch dazu kommen wir selbstverständlich noch.
Kannst du eigentlich auch singen? Wäre denn eine Teilnahme von dir am Eurovision Song Contest was? Leider nein. Ich bin musikalisch, würde ich behaupten. Ich habe in einer Band gespielt. Ich bin Schlagzeuger, kann etwas Klavier spielen. Aber singen, leider höre ich mich selber, dass ich die Töne nicht treffe. Deshalb lasse ich das sein. Singen kann ich leider nicht. Ja. Okay, schade, schade. Jetzt kommen wir auf den diesjährigen Song Contest nochmal ganz konkret zu sprechen. Wo hast du die beiden Semifinals geschaut und dann auch das Grand Final? Bist du da gerade heimgedüst aus dem Studio oder hast du das noch bei SRF? Also die Halbfinale habe ich Halbfinals habe ich zu Hause geschaut, wirklich in Ruhe, weil für mich war das natürlich auch etwas mit Arbeit verbunden in diesem Jahr. Zwar nicht Arbeitszeit, aber zumindest wollte ich natürlich verfolgen, wie die anderen Länder sich präsentieren, wie die auftreten, natürlich dann im zweiten Halbfinale gespannt auf Jones, das war eh klar. Und das habe ich wirklich zu Hause gemütlich, ohne bei uns im Chat von G&G haben alle geschrieben und das begleitet. Und ich habe mein Handy wirklich auf die Seite gelegt, weil ich war wirklich dabei, wollte mich konzentrieren. Und auch am Schluss diese Anspannung, schafft es die Schweiz? Es wurde ja ziemlich spät dann bekannt gegeben, Position 8, glaube ich. Da kann ich nicht noch auf das Handy schauen oder so. Da musste ich mich voll konzentrieren auf die Show. Und das Finale habe ich dann, ich wohne in Solothurn, habe aber am Samstag in Zürich übernachtet, hier neben SRF, und bin dann sofort ins Hotel gedüst und habe dort das Finale verfolgt. Genau. Auf Ja, dem Weg schon auf dem Handy. den Beginn auf dem Handy. Ja, Genau. wenn du das jetzt so Revue passieren lässt, welches war denn dein ganz persönlicher Favorit, mal abgesehen von die Schweiz gefallen, hat dir uns allen gefallen, aber hattest du sonst noch einen Definitiv. Favoriten? Genau, also auch Sander Studer hat das in der Sendung gesagt, die Schweiz war wirklich, also ich habe noch nie so fest an die Schweiz geglaubt wie in diesem Jahr, jetzt als erstes noch einmal. Ich hätte ehrlich gesagt aber auf Walzer getippt. Der Song hat mir extrem gefallen, auch eingängig, natürlich eine Popnummer, die man auch im Radio spielen kann und das einfach vor sich hinläuft. Das wäre so mein Favorit ge gewesen, hätte mir wirklich gefallen. Was mir aber im Nachhinein immer wieder im Kopf herumschwirrt, ist Mata Hari, Aserbaidschan. Das ist mehr so der Ohrwurm, den ich nicht mehr loskriege. Ja, das sind so meine Favoriten. Was meinst du denn eben zum Gewinnerlied? Ich habe da vorher gespürt, dass du es nicht so toll findest, aber als Schlagzeuger müsste da doch irgendwo noch Sympathie sein dafür. Das stimmt. Ich muss das differenzierter anschauen, weil so zum Spielen ist natürlich super. Da kann man sich ausleben und ist dabei. Aber so mein Musikgeschmack ist es eher nicht. Und ich muss so sagen, wenn der Song beginnt, finde ich ihn wirklich noch gut. Aber für mich irgendwann hat es mir so, wenn es zu wild wird, dann ist es too much. Aber ich finde, so, wir hatten ein Porträt über die Band in unserer Sendung und dann habe ich mich auch etwas noch mehr befasst mit Måneskin und da muss ich sagen, da wurden sie mir richtig sympathisch, aber so, ich hätte nicht angerufen am Finalabend so. Ja, du hättest sicher für John angerufen, hätte man Wenn denn ich aus der hätte, Schweiz genau. voten können. Ja, wie siehst du diesen dritten Platz? Bist du zufrieden oder auch etwas enttäuscht? Oder was hat gefehlt zum Sieg? Natürlich absolut zufrieden. Also klar, ich bin zwar schon im Bett gewesen oder habe das Finale noch den Schluss aus dem Bett verfolgt, aber ich bin wirklich gestanden, natürlich bei der Schlussphase und habe wirklich gedacht, wir sind so nahe dran und natürlich tut es etwas weh, hat es dann nicht geklappt, aber ich meine, ein dritter Platz, großartige Auftritt, diese Stimme, ich kann es immer noch nicht glauben, was John da abgeliefert hat auf dieser Bühne. Das ist wirklich Wahnsinn. 22 ist er. Und ich glaube, schlussendlich ist es doch
Das Outfit, kann man sich darüber streiten. Ich habe es nicht so schlimm empfunden, oder mir hat es eigentlich doch gefallen, aber auch bei uns in der Redaktion sehr gespaltene Meinungen, auch zur Bühnenshow. Für mich ist eigentlich der Schluss, hätte man auch, es ist recht wild mit diesen Lichtern beim Schluss, Akkord quasi. Es war für mich etwas too much, weil für mich hat die Stimme schon gereicht. Aber besser machen hätte er nichts können, finde ich jetzt. Das ist wirklich nur noch ein kleines Stück wahrscheinlich an Sympathie, die noch gefehlt hat, oder eben einigen, die vielleicht das Outfit nicht gefallen hat, oder die spezielle Bühnenshow oder der Ausdruckstanz. Gibt so viele Gründe, aber an der Stimme und am Song hat es definitiv nicht gelegen. Du hast John dann auch begrüßt. Direkt vom Flughafen kam er zu dir ins Studio. Wie hast du ihn dann so erlebt? Ja, also krass. Ich meine, der hat wahrscheinlich kein Auge zugetan oder nur ganz kurz. Fast nichts geschlafen, hat er auch gesagt. Und er war natürlich wahrscheinlich noch voller Adrenalin, wirklich super sympathisch, ein richtig toller Typ. Extrem groß ist er. Das ist mir vorhin nicht so aufgefallen. Er hatte zwar noch etwa Schuhe mit solchem Absatz an. Aber ich habe noch ein Foto mit ihm gemacht und ich wirke wie ein kleiner Zwerg. Aber er war wirklich also extrem sympathisch, witzig, locker und eben trotz der Müdigkeit total präsent, war wirklich begeistert, ja. Schauen wir etwas in die Zukunft, nicht nur in deine Zukunft, aber Eurovision 2022. Also wir vermuten mal, dass die Schweiz auf jeden Fall teilnehmen wird. Das wäre ja komisch, wenn nicht. Wen würdest du ganz persönlich senden als nächstes? Du kennst ja da einige Prominente, die dazu in Frage kommen. Gute Frage. Also Baschi hat sich ja schon gemeldet am nächsten Tag. Weiß jetzt nicht, ob das die richtige Wahl wäre. Ich könnte niemanden so nominieren. Ich finde jetzt auch John habe ich vorhin nicht gekannt, nicht groß, schon mal Kontakt vielleicht bei den größten Schweizer Talente, aber sonst nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich finde es wirklich cool, wenn die Jury oder die Auswahl auch von SRF wieder jemanden finden, der das wirklich will und kann. Und in dieser Qualität wie John wäre natürlich der Wahnsinn. Das hat sich auch schon gezeigt in den letzten Jahren. Nur große Namen sind noch kein Garant für Erfolg beim Eurovision. Deshalb gerne auch jemanden, den man vielleicht noch nicht so kennt bei uns. Das ist so, wir sind schon mit dem einen oder anderen Bobo weggekommen von einem Eurovision. Jetzt Sehr noch schön, genau. apropos Karriere. In deiner Sendung hat Sandra Studer gesagt, es sei ein Türöffner gewesen. Sven Epine ist heute ja als Mr. Eurovision positioniert. Ja, und was ist jetzt deine Rolle im ganzen Eurovision-Zirkus? Wirst du der nächste Kommentator oder Schweizer Punktefee? Du, ich bin da offen für alles, was kommt. Klar, ich finde Sven immer noch, ich meine, Mr. ESC-Experte ist top. Also, der soll das noch die nächsten 10 Jahre ruhig machen, da absolut kein Problem. Ich habe jetzt mich aber Blut geleckt, dass also der ESC, der lässt mich nicht mehr los. Mal schauen, was kommt. Ich bin da wirklich offen. Und vielleicht, eigentlich wäre ich ja in diesem Jahr vor Ort gewesen in Rotterdam für G&G. Und das würde ich gerne noch einmal erleben, jetzt im nächsten Jahr oder für SRF vielleicht wirklich mal vor Ort zu sein und rund um den ESC zu berichten, sei es wieder für G&G. Das wäre so das nächste Ziel für 2022, dass ich mal wirklich dann in Italien dabei sein kann. Sehr schön, das tönt nach einem guten Ziel. Dann freuen wir uns auf dich. Wir sind ja auch immer vor Ort und Genau. werden uns dann sicher begegnen. Ja, dann würde ich mal sagen, bis in einem Jahr allerspätestens. Wir freuen natürlich Genau. auch uns auf Eurovision-Berichte in der Zwischenzeit. Dann weiterhin viel Erfolg und bis bald, Joel. Bis bald. Tschüss, Tom. Dankeschön.